Hallo liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung. Eine Sendung, die es glaube ich in sich hat. Ihr erinnert euch sicher alle noch an DiviGate, der Hashtag, der auf Twitter getrendet hat, bevor er dann auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Wir möchten heute besprechen, ob hier ein handfester Skandal vorhanden ist. Wir haben neue Informationen, die in diesem Kontext einen Skandal erahnen lassen, der vielleicht in seiner Dimension so noch nicht da gewesen ist. Bleibt auf jeden Fall dran, bis gleich nach dem Intro. Es wird spannend. Und damit, ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung. Eine Sendung, die es, glaube ich, in sich hat. Eine Sendung, die wirklich mal wieder für einen richtigen Skandal sorgen könnte in diesem ganzen Wirrwarr an Informationen, in diesem ganzen Chaos, das wir an Maßnahmen, das wir an Vorschriften, an Änderungen, an Gesetzesänderungen, an was auch immer alles im Alltag vor uns haben. Wir haben neue Informationen vorliegen und wir haben heute vor, eine Sendung zu machen, die DiviGate 2.0 bedeutet. Das im Endeffekt ja fast schon, sage ich mal, der VW-Skandal des Gesundheitswesens werden könnte. Was hat es damit auf sich und worum geht's? Dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich euch bitten, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Odyssee-Kanal, denn ihr wisst, wie schnell es auf den großen Portalen mit der Redefreiheit vorbei sein kann. Dem möchten wir entgegenwirken. Schaut, dass ihr auf den Portalen vorhanden seid. Auch ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht seid, geht auf Telegram, abonniert die Kanäle. Hier posten wir alle Informationen, denn es ist immer so, dass die Redefreiheit leider, was dieses Thema betrifft, auf der Welt nicht so geachtet wird, wie sie normalerweise in den Gesetzen steht. Aber wie dem auch sei, wir möchten jetzt zum Thema kommen, über das wir heute sprechen möchten, das DiviGate 2.0. Und hier kann ich nur eins sagen, es gibt ganz, ganz interessante neue Informationen, über die wir heute reden müssen. Und wir starten direkt. Was ist denn bisher bekannt? Worum geht's? Ihr wisst, dass es einen Betrugsverdacht in Krankenhäusern gibt, der weiter unaufgeklärt ist. Das schreibt der MDR, Stand 29. Dezember 2021. In der Pandemie hat die Politik die Krankenhäuser mit Milliarden Euro subventioniert. 10,2 Milliarden Euro flossen an sogenannte Ausgleichszahlungen. 686 Millionen Euro für neue Intensivbetten. Doch bis heute ist nicht geklärt, ob zu Recht. Der Bundesrechnungshof legte im Juni sogar einen Bericht vor, in dem er den Betrugsverdacht näherte. DiviGate, so wird der Verdacht seither genannt, die Aufklärung kommt nicht voran. Meine Lieben, und wir haben den Aufschrei der Medien hier natürlich gehört und ich kann euch eins sagen, wir können helfen und wir möchten auch gerne helfen, denn uns liegen Informationen vor, die erahnen lassen, dass es sich hier um direkten Betrug handelt, dass hier getrickst worden ist und wir möchten in diesem Kontext auch aufklären, zeigen, wie es funktioniert, zeigen, was es auf sich hat und wir haben, und das ist das Schöne, Beweise dafür, für das, was wir behaupten. Wir reden nicht einfach nur so daher, wir malen uns nicht irgendwas aus, wir modellieren nicht, wir erwarten nicht, wir rechnen nicht mit, wir befürchten nicht, sondern wir lesen nach, wir analysieren und wir schauen uns an, was wirklich passiert, was man wirklich belegen kann und ziehen daraus unsere Schlüsse. Ein Beispiel, dem vielleicht der ein oder andere Politiker dieser Tage folgen sollte. Ihr alle erinnert euch natürlich noch an die Diffamierung des Faktenfuchses. Warum Diffamierung? Nun, weil das, was man behauptet, einfach niemals belegt werden konnte und steht bis heute so im Internet. Schaut es euch an, Intensivbetten wie Corona-Leugner Krankenhäuser diskreditieren vom 7.05.2021. Intensivbetten sind hier das Thema. Weniger Intensivbetten, höhere Auslastung, mehr Geld vom Staat. Corona-Leugner werfen Krankenhäusern einen Abrechnungsskandal vor. Na, sowas, was so einfach klingt, ist aber einfach falsch. Warum, erklärt der Faktenfuchs und dann natürlich noch hier unten, das meiste Aufmerksamkeitsvideo in dieser Sache hat ein gewisser Samuel Eckert bekommen, der Corona-Leugner, der auch als Posterboy der Querdenkenbewegung beschrieben wird. Meine Lieben, ich kann euch nur eins sagen, wer solche Begrifflichkeiten verwenden muss, dem muss es wohl an Fakten fehlen. Wir haben Fakten und diese Fakten möchten wir mit euch besprechen, denn wir haben vom Klinikum Bielefeld ein Schreiben und das ist sehr interessant, dieses Schreiben bezieht sich auf das dritte Bevölkerungsschutzgesetz. Das Ganze ist vom Geschäftsführer Ackermann verschickt worden an alle Chefärzte, Pflegedienstleitungen und Abteilungs- und Stabsstellenleiter / Sternchen
innen. Hier oben natürlich nicht gegendert, hier unten, aber naja, das kann schon mal passieren. Wir mögen es ihm nachsehen. Nein, ganz wichtig, das Ganze am 18.11. und bis zum 31.01.2021, da gab es nämlich die sogenannten Freihaltepauschalen. Und die waren in diesem Rundschreiben Thema. Das bedeutet, wir sprechen jetzt nicht mehr über irgendwelche Spekulationen. Wir reden über Fakten. Das hier wurde uns zugespielt und ich kann euch nur eins sagen, dieser Brief hat es in sich. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, um zu verstehen, um was es hier geht. Was ist denn dieses dritte Bevölkerungsschutzgesetz? Denn ich bin mir sicher, dass die meisten von euch keine Ahnung haben, um was es hier geht. Dafür habe ich euch hier einmal vorbereitet. Das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, Krankenhäuser und stationäre Reha- und Vorsorgeeinrichtungen bekommen finanzielle Hilfen. Wann bekommen sie sogenannte finanzielle Hilfen? Die sogenannten Freihaltepauschalen für Kliniken sollen zielgenau wieder eingeführt werden. Entscheidend für die Förderung ist, dass die Intensivkapazitäten knapp sind. Weniger als 25% frei und betreibbar und in dem Gebiet die 7-Tage-Inzidenz über 70 liegt. Das gilt also für einen Gebietskreis, für einen Landkreis, wo die 7-Tage-Inzidenz über 70 liegt. Und dort kann dann offensichtlich durch eine Entscheidung die sogenannte Freihaltepauschale aktiviert werden. Ausgleichszahlungen sollen insbesondere an Krankenhäuser gehen, die eine Versorgungsstruktur vorhalten, die im besonderen Maße für intensivmedizinische Behandlung geeignet ist. Das heißt auf Deutsch gesagt, wenn eine Klinik dann Kapazitäten vorhält, das heißt leerstehen hat und sie vorhält für diese Maßnahme, für diese befürchtete Pandemie, dann bekommt sie Förderung. Und jetzt wird es interessant. Die Pauschalen werden für 90% der Patientinnen und Patienten gezahlt, die weniger im Krankenhaus behandelt werden als im Durchschnitt des Vorjahres. Und da das hier 2020 ins Leben gerufen wurde, zählt das auf das Jahr 2019, von dem wir ja schon wissen, dass mehr Patienten in Krankenhäusern behandelt worden sind in 2019 als in 2020. Für die, die es nicht wissen, googelt's nach, es ist so. Ja? Die glauben, wir sind hier in der schlimmsten Situation aller Zeiten. Wir hatten 2020 im Krankenhaus weniger Behandlung als 2019. Aber sehr interessant. Nun, das andere hier drunter kann man mit Reha-Einrichtungen und so weiter, können wir erstmal vernachlässigen. Wir schauen uns an, was im Schreiben in Bezug auf diese Regelung nun steht. Und das Schreiben, das ist ganz wichtig, ich gehe nochmal kurz eine Zeile zurück. Dieses Schreiben ist also vom 25.11.2020 und bezieht sich auf dieses dritte Bevölkerungsschutzgesetz. Und dort schreibt der Herr Ackermann an seine Mitarbeiter. Nachdem am 18.11.2020 das oben genannte Gesetz in Kraft getreten ist, haben wir gerade genannt, welches unter anderem auch Ausgleichszahlungen für die Freihaltung von Behandlungskapazitäten ab dem 18.11.2020 bis zum 31.01.2021 unter differenzierten Kriterien vorsieht, möchte ich Sie hiermit über die Auswirkungen in unserem Klinikum Bielefeld informieren. Das heißt, er informiert jetzt seine Mitarbeiter, was dieses Gesetz für Auswirkungen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Regelung kommt nach bzw. im späteren Zeitraum der sogenannten 75%-Hürde. Das war ein anderes Förderungsmodell. Das hier sind die Freihaltepauschalen, die kamen erst später im Jahr 2020. Wir müssen also aufpassen, dass wir das nicht miteinander verwechseln. Das ist eine getrennte Förderung, die man hier erreichen kann. Sofern diese Kriterien erfüllt sind, und jetzt erklärt er nochmal das Gesetz, erhält das Krankenhaus bzw. der Standort der Notfallversorgung Stufe 2 oder 3 90% der Differenztage zum Jahr 2019, der Normalbelegung, in Höhe von 560 Euro pauschal je Pflegetag. Die Normalversorgung Stufe 2 hat innerhalb unseres Klinikkonzerns nur der Standort Mitte. Also ganz kurz zusammengefasst, im Klinikum Bielefeld, im Konzern, gibt es eine Klinik, die NVS 2 hat. Alle anderen haben NVS 1, Notfallversorgungsstufe 1. Das bedeutet, dort würde man weniger Förderung bekommen. Das wird er aber gleich selber in seinem Brief erklären. Das heißt, er sagt, wir haben in unserem Klinikverbund eine einzige Klinik, die die Stufe 2 hat. Es wird schon interessant, wenn man so anfängt, wird das spannend. Die Standorte Rosenhöhe, Halle, Franziskushospital, Johannesstift haben jeweils die Notfallversorgungsstufe 1, die Basisnotfallversorgung. Ja, warum ist das denn so wichtig und warum ist das denn ein Problem? Schauen wir uns das einmal an. Krankenhäuser der Notfallversorgung Stufe 1, Basisnotfallversorgung, erhalten nur dann einen Ausgleich, wenn der Anteil der frei belegbaren Intensivkapazitäten in der Stadt Bielefeld unter 15% liegt. Und wenn die Landesbehörde explizit eine Anweisung erteilt, dass die Kapazitäten in den Häusern freizuhalten sind, ganz kurz zusammengefasst, ich habe es euch hier markiert, und dann allerdings nur in Höhe von 75%. Für jeden, der jetzt mitdenkt, ist der Beginn eines Briefes, der sich so darstellt, wie das, was wir gerade gelesen haben.
eigentlich schon ganz offensichtlich. Aber damit wir dem lieben Herrn nichts in den Mund legen, lassen wir ihm das jetzt selber sagen. Und da schauen wir uns einmal an, was der entscheidende Abschnitt in diesem Schreiben ist. Und dann gucken wir uns mal genau an, was da gemacht worden ist. Da diese Regelungen für die Krankenhausstandorte der Basisnotfallversorgungsstufe sehr unsicher sind, das heißt, diese Regelung hier oben ist sehr unsicher, haben wir uns nach Beratung in der Chefarztsitzung am 19.11.2020 sowie der Sonderbetriebsleitungssitzung am 24.11. entschieden, dass wir temporär unsere Versorgungsstrukturen für den Rettungsschirm 2.0 optimieren werden. Okay? Also, die sitzen einen Tag, nachdem das Gesetz in Kraft tritt, nämlich am 19., sitzen die zusammen und sagen, hört mal zu, Kollegen, wir müssen was tun. Es gibt neues Geld. Es gibt frisches Geld. Was können wir machen? Es gibt Förderung. Was können wir tun? Und das ist schön formuliert. Aber man saß da zusammen und fragte sich, was können wir tun, dass wir mehr Cash bekommen? Ist ja erstmal an und für sich unternehmerisch nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie hat man das gemacht? Ist das eine lautere Geschäftsmethode oder nicht? Ich zeige euch einmal anhand eines Beispiels, wie dieses Modell funktioniert. Also wir haben hier die jeweiligen Kliniken, ich habe jetzt das nur mal exemplarisch dargestellt, die Kliniken in einem Verbund, wie zum Beispiel bei denen in Bielefeld. Und dort haben wir diesen einen Standort mit NVS2, Notfallversorgungsstufe 2, und die anderen sind Notfallversorgungsstufe 1. Was natürlich dazu führt, dass nur bestimmte Krankenhäuser, die hier sind, eine Förderung erhalten können über 90%, nämlich dieses hier. Das heißt, dieses Krankenhaus bekommt dann Geld, wenn im Kreis Bielefeld im Landkreis eine gewisse Auslastung herrscht, die vom Landrat dann dementsprechend bekannt gegeben wird. Danach kann dieses Krankenhaus für leerstehende Kapazitäten, die es frei hält, extra Geld kassieren. Das könnte dann wie folgt aussehen. Wir haben also Patienten in den jeweiligen Krankenhäusern, in den kleineren weniger, und wir haben in der großen Klinik mehrere Patienten dargestellt durch diese schönen kleinen Betten hier. Was man jetzt macht, ist im Endeffekt ganz einfach. Man verlegt diese Patienten hier oben in die kleinen Krankenhäuser und hat dann hier unten weniger Patienten in der Hauptklinik. Und dort kann man ganz einfach jetzt ganz, ganz viel Leerstand deklarieren. Dieser Leerstand wird am Ende ausgeglichen. Und zwar hat man einmal das Niveau von 2019, davon nimmt man 90%. Den Leerstand hat man hier unten sich zurechtgelegt. Und die Differenz, die jetzt hier entsteht, die wird mit 560 Euro pro Pflegetag kompensiert. Das ist das Modell, wie das Ganze funktioniert. Und wenn wir uns jetzt einmal genau anschauen wollen, wie man das macht, in der Beispielrechnung kann ich euch mal sagen, das Ganze sieht so aus, nehmen wir mal an, wir verlegen 90 Patienten vom 1.12. bis zum 31.01. Und wir machen die Gewinne der OPs, die man in den kleinen Krankenhäusern macht, lassen wir mal ganz beiseite. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt diese Patienten aus dem großen Krankenhaus verlegt, dann kann man in den kleinen Krankenhäusern, die ja sowieso keine Förderung bekommen, kann man die OPs machen, die man sonst nicht machen könnte, und kann damit noch weiter Geld verdienen. Das ganze Modell werden wir gleich aus dem Brief durchlesen. Das steht nämlich explizit da drin. Also die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen 90 Patienten, wir haben 60 Tage, die wir diese Patienten verlegen, also beziehungsweise Leerstand in diesem Krankenhaus erzeugen. Das ist hier. Und dann einmal die 560 Euro pro Tag, die diese Klinik an Fördergeldern kassiert, dann wären das in diesem Kontext eine Fördermenge von 3 Millionen Euro, die dieses Krankenhaus alleine in 2 Monaten extra erhalten kann, ohne dafür eine Leistung zu erbringen. Die einzige Leistung, die das Krankenhaus erbringt, ist, dass sie die Patienten aus Optimierungsgründen in andere Krankenhäuser verlegt hat. Das ist dann zum Beispiel wieder so ein Fall, wo dann die Presse wahrscheinlich sagt, oh, es müssen aus diesen Notfällen die Patienten von diesem Krankenhaus in ein anderes verlegt werden. Wahrscheinlich ist das sogar in der Zeitung gestanden, wer weiß. Aber so passiert dieses Modell. Und jetzt müssen wir uns einmal anschauen, was weiter in dem Schreiben steht, denn da wird es ganz interessant. An dieser Stelle möchte ich benennen, dass wir aufgrund der Pandemie-Belegungssituation in unserem Klinikkonzern eine Umsatzreduzierung monatlich von 3 bis 3,5 Millionen Euro verzeichnen müssen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, meine Lieben, in der schlimmsten Pandemie, die wir jemals hatten, in der schlimmsten Situation im Gesundheitswesen, die wir jemals erlebt haben, da sind Krankenhäuser, die machen konsequent weniger Umsatz. Wie kann das denn sein? Es ist doch alles auf Anschlag, es ist doch alles voll, es ist doch alles überlastet. Die Krankenhäuser beschweren sich, sie machen alle weniger Umsatz. 3,5 Millionen.
Normal sind 13 bis 14 Millionen. Das schreibt ihr hier nämlich selber. Da müsst ihr euch vorstellen, wenn da 3 bis 3,5 Millionen weniger sind, dann sind das zwischen 20% und 25%. Weniger Umsatz. In der schlimmsten Situation, was das Gesundheitswesen betrifft, die es jemals gab. Und jetzt macht er nämlich Folgendes. Da der jetzige Rettungsschirm nur für 2 Monate zum jetzigen Zeitpunkt Geltung hat und es absolut unsicher ist, wie der Januar verläuft und somit unklar ist, welche Intensivbetten als Ausgangswerte für die Berechnung herangezogen werden, befinden wir uns derzeit in laufenden Abstimmungsgesprächen mit den Kliniken Orthopädie, Unfallchirurgie, plastische Chirurgie und Teile der inneren Medizin und so weiter, Dr. Feldkamp und so weiter am Standort Mitte. Um hier eine temporäre Standortverlagerung zur Rosenhöhe oder nach Halle kurzfristig zu organisieren. Das heißt, man beginnt, Patienten zu verlegen. Warum? Um künstlichen Leerstand zu schaffen. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz, den wollen wir uns einmal anschauen. Am Beispiel lassen Sie mich gegenrechnen. Und jetzt ist der sehr geehrte Herr Ackermann sogar noch so frei und rechnet gegen, wie man die verlorenen Umsätze wieder reinholen kann. Und zwar, indem man Fördergelder erschleicht. Ganz einfach. Wenn wir 70 Betten bzw. 400 bis 450 stationäre Fälle pro Monat aus diesen Fachabteilungen verlagern, können wir 1,6 bis 2 Millionen Euro Umsatz realisieren. Und sofern dann noch die Freiheitspauschale einen Ausgleich von 1 Million ermöglicht, hätten wir einen Großteil unseres fehlenden Monatsumsatzes kompensiert. Ist das nicht großartig? Er sagt nämlich, wenn wir diese Dinge hier, diese Betten und die Pflege, die stationären Fälle verlagern, können Sie alleine über OPs, die Sie dann machen können, können Sie Umsatz realisieren, zusätzlich in den anderen Kliniken. Und dann natürlich die Freihaltepauschale, die für das Krankenhaus der NVS 2 anfällt, die können Sie nehmen, um Ihren Umsatz zu kompensieren. Als ein Beispiel. Das Problem, was der Klinikchef Ackermann jetzt hat, ist ja, dass er den Mitarbeitern erklären muss, dass die Leute an andere Standorte müssen, dass mehr Arbeit geleistet werden muss und so weiter und so fort. Aber alles nur aus dem einen Grund, weil man sich Leistungen erschleichen möchte. Und jetzt kommt der interessanteste Satz überhaupt in diesem ganzen Schreiben. Der ist für mich wichtiger als das, was wir bisher gelesen haben. Und ihr werdet sagen, was, da ist doch schon alles drin. Leute, schaut euch mal an, was jetzt kommt. In diesem Schreiben schreibt Klinikchef Ackermann an seine Mitarbeiter, Stabsstellenleiter und so weiter. Alle Bestrebungen, die ich auch persönlich sowie meine Geschäftsführerkollegen der Krankenhäuser eingebracht haben, also auch die Geschäftsführerkollegen der anderen Krankenhäuser, konnten keine pauschale Lösung wie in den ersten 9 Monaten 2020 erreichen. Das heißt, man hat offensichtlich schon in den ersten Monaten von 2020 eine pauschale Lösung erreicht, da Krankenkassen und Gutachter, und jetzt kommt die Begründung, den politischen Entscheidern die Maßnahmen der ersten Welle als nicht verhältnismäßig und völlig überzogen erklärt haben. Wie bitte? Da Krankenkassen und Gutachter den politischen Entscheidern die Maßnahme der ersten Welle als nicht verhältnismäßig und völlig überzogen erklärt haben. Habt ihr das gelesen? Das schreibt Klinikchef Ackermann seinen Kollegen. Und man könnte deswegen leider keine pauschale Lösung erarbeiten, wie in den ersten 9 Monaten von 2020. Das hier ist ein Eingeständnis, dass man schon damals was gedeichselt hat. Eine pauschale Lösung erarbeiten. Deswegen müssen Sie jetzt eine andere Lösung erarbeiten. Aber die Lösung, die wir hier sehen, meine Lieben, wie legal und wie sauber ist die? Wenn man künstlich Platz frei hält, um Cash zu kassieren. Betrug weiter unaufgeklärt. Liebe Freunde, die sich Gedanken machen, liebe Staatsanwälte, hier sind die Dokumente. Unglaublich, unglaublich. Der Betriebsrat wird gleichzeitig mit diesem Schreiben über die notwendigen Maßnahmen informiert. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die entsprechenden Personaleinsätze an den Standorten oder Fachabteilungen die Dauer von 1 Monat nicht überschreiten. Davon gehen Sie jetzt aus. Das bedeutet, man setzt das Personal woanders ein. Man belastet das Personal mehr, aber nicht aus Gründen der medizinischen Notwendigkeit, sondern weil man Fördergelder erschleichen möchte. Deswegen. Deswegen wirbt man um Verständnis. Und jetzt mal zum Vergleich. 5 Jahre Dieselgate und heute, am 18.09.2015, wurde der bislang größte Industrieskandal in der bundesdeutschen Geschichte bekannt, Dieselgate. Er kostete allein den VW-Konzern rund 32 Milliarden Euro und beschäftigt die Autobranche bis heute.
Winterkorn kommt vor Gericht. Knapp 5 Jahre nach dem Auffliegen des Betrugsskandals bei VW ließ das Braunschweiger Landgericht eine Betrugsanklage zu. Eine Betrugsanklage. Warum? Weil VW im Endeffekt genau das Gleiche gemacht hat wie die Krankenhäuser. VW hat einen Mechanismus erschaffen, eine Situation in ihrer Software, die erkannt hat, dass man mit der und der Maßnahme die Umstände optimal ausnutzen kann, um somit für das Unternehmen selbst am vorteilhaftesten durch eine Situation zu kommen und eine Zulassung, Fördermittel, was auch immer, Verkaufszahlen zu erreichen. Einen kommerziellen Vorteil zu erreichen. Genau das ist das, was wir gerade beim Klinikum in Bielefeld gesehen haben. Und ich kann euch eins sagen, meine Lieben, von all den Zahlen, die wir haben, ist das kein Einzelfall. Und wir haben Informanten, wir haben Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, die uns diese Dinger schwarz auf weiß geschickt haben. Wir hatten bisher noch keinen offiziellen Brief, deswegen sind wir damit nicht nach draußen gegangen. Aber jetzt haben wir einen. Einer, der zeigt, dass die Kliniken ganz, ganz klar hier versuchen, mit Gemauschel diese Situationen auszunutzen und sich die Gelder zu erschleichen. DiviGate 2.0. Von wegen diskreditieren. Weiter unaufgeklärt. DiviGate-Betrugsverdacht in Krankenhäuser weiter unaufgeklärt. Meine Lieben, ich kann euch eins sagen, ich glaube, mit diesem Video sollten wir die Frage nach der Unaufgeklärtheit des DiviGates-Betrugsskandals beantwortet haben. Wir haben gerade Dokumente vorgelegt und Erklärungen und den Gesetzestext, die eindeutig zeigen, dass Krankenhäuser zu Unrecht Geld abkassiert haben, dass Krankenhäuser unrechtmäßig ihr Personal belastet haben, dass sie Mehrarbeit auf das Pflegepersonal übertragen haben, nur um selber in die Situation zu kommen, mehr Geld zu verdienen. Das steht alles in dem Schreiben drin. Es ist an der Zeit, dass das aufgeklärt wird. Wer so eine Maßnahme in der schlimmsten gesundheitlichen Situation des Landes, die es offensichtlich jemals gab, des Kontinents, der Welt, tun muss, der kann keine lauteren Gründe haben. Da muss es ein Problem geben, weil sonst hätte man sowas nicht nötig. Ich kann euch eins sagen, meine Lieben, wenn die Menschen krank wären, wenn hier eine böse Mikrobe in der Gegend rumschwirren würde, die alle umlegt, dann würden die Menschen im Krankenhaus liegen bis zur Decke und die Krankenhäuser würden alles haben, nur keine Umsatzprobleme. Und wer dann noch anfängt, in so einer Situation großzügig Ressourcen zu verlagern, um künstlichen Leerstand zu schaffen, der ist ein Betrüger. Meine Lieben, diese Situation, das, was wir hier sehen, lässt keine Fragen mehr offen. Hier wurde hintergangen. Hier wurde betrogen. Ihr könnt es hier neben mir nochmal sehen, das Schema, an dem ihr ganz klar erkennen könnt, wie man in einem Krankenhaus mit Verlegung der Patienten künstlich Leerstand erzeugt, um somit Fördermittel zu erschleichen. Wir haben die Statistiken von der 75%-Hürde. Auf intensivstationen.net könnt ihr das alles nachvollziehen. Ihr könnt euch genau anschauen, allen voran das Klinikum Kiel, Lübeck. Das sind die Kliniken, wo Jens Scholz, der Bruder vom aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz, Vorstandsvorsitzender ist. Das sind Kliniken, müsst euch mal die Zahlen anschauen, wir werden wahrscheinlich noch ein Video drüber machen. Das sind Kliniken, die haben nur aufgrund der unglaublichen Hilfen, die sie kassiert haben, überhaupt Plus gemacht letztes Jahr. Und der Vorstandsvorsitzende wird über Boni bezahlt. Das heißt, Betriebsergebnis zählt. Das sind Menschen, die machen sich auf dem Rücken der Steuerzahler die Taschen voll. Ob man solchen Leuten in Gesundheitsfragen vertrauen kann oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. DiviGate? Fragezeichen? Ich würde sagen DiviGate? Ausrufezeichen. DiviGate 2.0. Man hat jedes Gesetz, was auf den Markt kam, um die Krankenhäuser zu fördern. Ich will es ja mal eine gute Absicht unterstellen, unserem Jens Spahn, denn da muss man ja auch immer um zwei Ecken denken. Hat man schamlos ausgenutzt. Und für alle die, die es immer noch nicht glauben, in Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit, das heißt verkürzt, es sterben nicht mehr Menschen als in jedem normalen Jahr ohne Corona. So viele Widersprüche, so viele ungeklärte Fragen, bei so viel Leid, das erzeugt worden ist. Meine Lieben, ich möchte euch ermutigen, teilt diese Information. Lasst uns über das sprechen, was wir wissen, was wir beweisen können. Das, was hier verschwiegen wird, das, was unter den Tisch gekehrt wird, dass das versteckt werden soll. Dass wir in dieser Gesellschaft endlich wieder zur Vernunft kommen. Und ganz wichtig, meine Lieben, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, den Odyssee-Kanal, beziehungsweise auf Rumble könnt ihr uns finden. Schaut in der Beschreibung, wir haben überall
andere Kanäle eingerichtet, denn ich kann euch einen sagen, diese Informationen sind heiß und auf diesem Portal, wo du es wahrscheinlich schaust, dass das die meisten Klicks bekommt, das große mit dem schönen roten Logo und dem weißen Play-Button in der Mitte, das ist leider für seine Redefreiheit nicht gerade berühmt. Und das ist eine Blamage, wenn man sich in dem Kontext die Außenministerin anschaut, die gerade dazu aufgerufen hat, im Ausland in Kasachstan die Pressefreiheit und das Versammlungsrecht zu respektieren. Das erinnert mich sehr an einen Spruch in der Bibel, der sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken in deinem eigenen, den siehst du nicht. In diesem Sinne, meine Lieben, teilt dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alle Informationen auf Telegram oder auf Twitter, wo ihr mir auch gerne folgen könnt. Ich wünsche euch Gottes Segen und vor allen Dingen wünsche ich euch ein fröhliches Herz, denn ein fröhliches Herz gibt Heilung und ein betrübter Geist vertrocknet die Knochen. Bis zum nächsten Video, euer Samuel.